3x3 Minuten. K1 Rules, wie soeben verkündet. 72,5 Kilogramm, beide Kämpfer haben gestern das Gewicht diszipliniert geschafft. Wir kommen nochmal. Die letzten Instruktionen von ihren Coaches. Und der Referee wird starten, sobald die Betreuer aus dem Ring sind. Das ist jetzt der Fall. Schön, sehr gut. Geht wieder das Champion. Ja, das saß das Suspensorium noch nicht ganz perfekt. Sehr gut, er war drin, direkt am Kopf. Schön gemacht. Antworten, genau. Oh, schnelle Beine von Mansur. Sau gut. Schöne Schlagkombi. Jawohl. Fußfeger. Da steht man in der ersten Runde noch relativ gut auf. Aber das Aufstehen wird irgendwann mal schwer und wird zur Last. Schöne Führhand hier von Mansur. Also beide ziehen auch wieder ein gutes Tempo durch. Tauschen hier die Low Kicks aus. Aber die Fäuste gehen hier noch einmal auf die Deckung. Und die rechte Gerade von Mansur kam jetzt gerade mal richtig kernig durch die Mitte. Body Kick, Body Shot hinterhergesetzt. Riesel immer noch unbeeindruckt. Lässt sich hier nichts anmerken, aber die ersten Treffer sahen schon solide aus hier. Von dem jungen Heidelberger. Schön zur Deckung höher, komm. Schön gemacht. Die linke von Mansur beeindruckt mich. Ja. Kutschik versucht den Kick zu fangen und Mansur zu Fall zu bringen, aber das sieht aus, als wäre es gar nicht so einfach. Vor allem ist Mansur jemand, der schlägt dann trotzdem munter weiter, der lässt sich gar nicht davon beirren, dass der Gegner das Bein festhält. Körperbeherrschung und Gleichgewicht. On point. Eine Minute. Hast du gut. Hast du schön ansetzen. So, jetzt ist Resul im Vorwärtsgang. Führhand bereitet vor. Und trifft auch mit der Schlaghand. Hält sein Gegner hier weiterhin auf der Außenbahn, aber er reagiert immer komplett über. Wenn Mansur hier anfängt zu boxen, dann verschanzt sich Resul hinter seiner Deckung und da muss er aufpassen, dass er nicht... Oh, schöne Kombo, schöne Kombo. Und die linke hier von Mansur kommt nochmal durch die Mitte. Beide treffen. Ja, das Knie zu langsam hochgezogen, kein gutes Timing. Oh, Resul springt mit dem Knie rein. Hat nicht ganz getroffen, aber das macht natürlich Eindruck bei dem Punktrichter. So ein halber linker Aufwärtshaken von Mansur. Ja, der kam jetzt schon ein paar Mal durch. Also es ist so ein Mix aus einem Jab und einem Aufwärtshaken, mit dem er sich hier ganz gut reinlehnt und seine Treffer macht. Rechte gerade linker Haken, komm ab! Erneut und nochmal. Also beide treffen super gut mit der Führung. Egal ob sie gerade schlagen und als Haken. Wenn beide in der Schlagdistanz stehen, dann treffen sie beide auch. Resul nimmt die linke von Mansur ziemlich oft, hat noch kein Mittel gefunden dagegen. Bin gespannt, ob die Ringecke hier noch was dagegen sagt. So, und hier sehen wir noch mal diesen wilden Schlagabtausch. Low Kick zum Abschluss von Dila Wasada. Und hier bringt Resul ihn dann doch schlussendlich noch zu Fall. Also beide stehen voreinander mit offenem Visier, keine Deckung, keine Rücksicht auf Verluste, Hauptsache vorwärts. Aber das ist ja genau das, was man als Fan, als Richtig. Zuschauer sehen möchte. Ist nicht besonders nachhaltig, aber sehr unterhaltsam. Und ohne gewisses Risiko gewinnst du halt den Kampf nicht. Ja, und die beiden lehnen aber auch wirklich ihre komplette Power, die sie haben, in die Schläge rein. Und das ist deine zweite auch, hast du nicht geschafft. Ja, das war zu nass in der blauen Ecke. Da gibt der Referee nochmal das Zeichen nachzuwischen. Ja, das ist natürlich auch wichtig für die Kämpfer, denn wenn es dort zu nass ist, bedeutet das, es wird rutschig und man kommt eben schneller zu fallen.
Ja, schön. Links dazu. Schöne Kicks jetzt hier nochmal. Von Resül. Und Resül fängt das Bein wieder und kommt mit einer langen Rechten als Konter. Die gewisse Aggressivität wird natürlich beäugt und teilweise auch bewertet, sollten keine Treffer landen, aber diesen Fall haben wir hier nicht. Ja, also die landen ja so viele Treffer, wie es manche Leute in Dreikämpfen nicht landen würden. Was mir bei Resül auffällt, er schaut immer so ein bisschen auf die Hüfte vom Gegner, von Mansur, und ein bisschen auf die Beine. Ja, weil natürlich auch die Kicks von Mansur hart sind. Jetzt kommt aber Resül mit dem Knie. Und die linke Körperseite von Resül ist schon ziemlich gerötet. Und da kommt eine richtig starke Kombo. Schlagern und linker Seitwärtshaken direkt hinterher. Da hat Mansur gut getroffen. Und Resül kann auch nicht so ein bisschen nachziehen. Auch ein Glück für Mansur, dass er hier nicht den Right Killer Kick bekommen hat. Frontkick hier richtig reingestampft von Mansur. Und er rennt jetzt hier richtig in diesen Lowkick rein, nimmt Anlauf dafür und kommt mit weiteren Schlagkombos hinterher. Aber die haben nicht richtig getroffen. Und das, was wir vorhin gesagt haben, beziehungsweise was du gesagt hast, auch im Rückwärtsgang noch in der Lage sein, was auszuteilen, hat Resül jetzt nicht beachtet. Ja. Das war dieses Momentum für Mansur. Mansur arbeitet wirklich effektiv mit den Kicks zum Körper weiter. Das macht er sehr gut. Also egal ob mit Frontkicks oder mit Roundhouse-Kicks hier zum Körper, die knallen schon echt gut durch. Und jetzt versucht er es hier mit der Spinning Back fest. Vorbereiten, es geht nochmal. Beide versuchen es wieder mit den Bodykicks und Mansur mit dem linken Seitwärtshaken hinten dran. Das Knie leicht zum Kopf, wird kurz Zeit gestoppt, sauber gemacht. Wertvolle Sekunden für beide, nochmal durchzuschnaufen. Ja. Aber die Mindbewegung von Mansur gefällt mir. Oh. Was für ein Brecher mit der linken. Er ist angeklingelt. Er sieht auf jeden Fall angeklingelt aus. Das merkt natürlich Mansur, versucht Gütschük nachzuziehen, aber geht auch kein zu hohes Risiko ein. Gütschük ist jetzt im Rückwärtsgang. Ja, Mansur muss hier mehr Druck machen, aber er darf es auch gleichzeitig nicht überstürzen. Also er muss hier wirklich taktisch seinen Gegner weich kochen, um die nächste Lücke in der Deckung rauszusuchen. Linksabschluss. Und 10 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Gute Runde bislang. Für Mansur und der macht jetzt hier nochmal ein paar Treffer, pinnt seinen Gegner kurz in der Ecke fest. Genau das, was die Ecke von Mansur Dilawazada ihm fordert. Abschluss mit links ist jetzt noch am Ende durchgesetzt worden. Und jetzt sehen wir hier nochmal diese Treffer, den Seitwärtshaken. Und dieser angelaufene oder aufgezogene Lowkick hier von Resül Gütschük. Und da sehen wir nochmal diesen Seitwärtshaken, richtiger Brecher, was hier durchkam. Ja, da kann man die Erholung in der Rundenpause gut gebrauchen, wenn man solche Bretter ans Kopf kriegt. Wie, wovon denn? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, danke. Seconds out. So, dritte Runde des Superfights. So, jetzt gibt's nochmal eine kurze Umarmung, kurzes Shake Hands und dann lassen beide wir wieder die Fäuste fliegen. Und da dieses Manöver von Gütschük, die Kicks zu fangen, ist jetzt natürlich auch zunehmend mit den runden Zahlen schwerer, denn wenn der Kämpfer schon schwitzig ist, kann man das Bein nämlich nicht mehr so gut festhalten, da rutscht das eher mal ab und dann macht man sich auch wieder angreifbar, weil man eine Lücke in der Deckung für einen Konter hat. Du hast doch keine Finger, ne? Du hast Boxhandschuhe, das heißt, die Boxhandschuhe sind nass, das Bein ist nass, das wird immer schwieriger. So ist es, ja. Mansur wechselt jetzt die Auslage, steht jetzt mit rechts vorne und probiert es mal so rum. Versucht es mit einem Hookkick an den Kopf, aber kam nicht richtig durch. Gütschük hat das gesehen, ist geschickt ausgewichen und kommt jetzt selber hier mit weiteren Kicks. Beide
beide feuern hier wieder. Beide feuern, aber es sind noch zu wenig wirklich eindeutige Wirkungstreffer in der dritten Runde gefallen. Jetzt kam hier nochmal eine schöne Kombo von Mansur. Klare Punkte. Lass den Körper in Bewegung. Genau. Erneut Feuer, zwei Low-Kicks in Folge. Aber das Tempo nimmt nicht wirklich ab. Ja? Also die Präzision nimmt ab, aber das Tempo und die Schlagfrequenz ist immer noch unglaublich hoch. Hälfte vorbei, Block und links. So, und da war die nächste durch die Mitte an den Kopf. Ja, Knie zur Rippenbogen. Die Resul Gücük hier nehmen musste. Und jetzt, wo er sich zunehmend mehr bewegt, scheint auch Mansur Dilawazada hier die besseren Treffer zu machen. Er kann dann eben seinen Gegner zurechtstellen, von der Seite aus angreifen. Aber er muss da auch konsequent dabei bleiben. Ansonsten ist er ein zu leicht treffbares Ziel. Zwei und drei, genau. Aber was haben diese beiden Fighter hier für eine unfassbare Kondition? Die ballern hier fast das Zeug hält, ohne Pause durch. Resul etwas aktiver auf den Beinen als Mansur, der ein bisschen nachgelassen hat. Ja, Mansur verlässt sich auf seine Schlaghärte, die hat ihm in den vergangenen Matches geholfen. Aber wenn er Resul damit nicht gestoppt kriegt, muss er sich mehr bewegen. Sehr gut. Schön in die Hände. Drei. Ja, ganz genau. Beine mitnehmen. Und Mansur wieder im Rückwärtsgang. Kann Gücük das ausnutzen. 30. Boah, du siehst doch, die Schläge werden immer schwerer. Das heißt, die linke kommt nicht mehr so zügig zum Kopf. Ja, aber jetzt fällt auch bei Mansur die Deckung. Vielleicht ist das nochmal die Möglichkeit für Gücük hier, einen Schlag zum Kopf durchzuziehen, wenn er ihn richtig teilt. 20 Sekunden. Jetzt bewegt Mansur aber auch seinen Kopf besser. Das heißt, er ist nicht mehr ganz so einfach zu treffen. Und da kommt Gücük mit dem Knie nach oben. Das war zum Glück nur der Oberschenkel, der getroffen hat. Sonst hätte das hier wirklich böse ausgehen können. Toller Einsatz von beiden. Definitiv. Und für Resul Gücük gilt es, sein Freiheitsgefühl hier im Ring zu zeigen. Er sagt, das hier, das Kämpfen, das ist seine Passion. Im Ring fühlt er sich richtig frei. Und das hat er heute hier gezeigt. Also technisch wirklich hohes Niveau, was die beiden gezeigt haben. Und wir sind natürlich wie immer gespannt auf das Resultat. Kämpfer machen sich bereit und wir haben ein offizielles Urteil. So, wir kommen zur Urteilsverkündung. Wir haben einen wirklich sehr, sehr engen Kampf gesehen. Dennoch gibt es eine einstimmige Punkteentscheidung und der Sieger kommt aus der roten Ecke. Kann man genau so geben.